Kamera, Akku, all. Das, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es Neuigkeiten. Heute werde ich die letzten paar Projekte ansprechen und auf ein paar Fragen bestimmt ein paar Antworten finden. Ich war in dieser Woche nicht so viel hier in der Werkstatt. Ich weiß, es sieht nicht so aus, weil es hier echt chaotisch ist. Aber das hat einen Grund. Werde ich auch gleich noch genauer drauf eingehen. Auf jeden Fall geht es hier um diese neue Säulenbohrmaschine. Wegen der ist hier alles im Moment so ein bisschen chaotisch, weil die mir die letzten paar Tage echt viel Kopfzerbrechen bereitet hat, war ich auf einmal nicht so viel hier in der Werkstatt und habe ein bisschen mehr PC-Arbeit erledigt. Kennt bestimmt einige von euch. Dann war der liebe Marius letzte Woche noch bei mir und wir haben Produktbilder gemacht. Denn bald wird es neue Produkte auf meinem Shop geben. Und um was geht es? Das ist im Prinzip ein relativ spezielles Thema. Hier der Koffer hier fällt mich auch darunter. Und zwar geht es bald auf meinem Shop noch um das Thema Stifte. Wie man sich Stifte drechselt. Ihr habt da dann die ganzen Halbzeuge, um Stifte herzustellen. Hier gibt es dann die Bausätze. Es gibt Penblanks, das ist das Material, diese Vierkantteile, aus denen man dann hier diese Stifte macht. Das hier ist in dem Fall Acryl. Gefällt mir richtig gut. Und das gibt es bald auf meinem Shop. Ein paar Zubehörteile, die ihr braucht, um die zu drechseln, gibt es da dann auch noch. Und die, die mal auf Instagram folgen, falls du das noch nicht machst, dann hast du es auch wahrscheinlich nicht mitbekommen. Ich habe das Ganze jetzt selbst gestartet, weil ich mich bei so ein paar anderen Shops nicht so gut beraten gefühlt habe. Und ich will das bei mir echt richtig intuitiv machen und dass man da viele Infos bekommt, damit man weiß, was man braucht und was man gar nicht braucht, um auch Geld zu sparen. Aus dem Grund, wenn dich das interessiert, kannst du mal auf den Link unten vorbeischauen. Ich weiß noch nicht, ob es schon aktuell ist oder ob es noch ein paar Tage dauert. Aber, ja, dann geht es bald um das Thema Stifte. Dann geht es schon um das erste Projekt und es geht um hier diesen mehr oder weniger, wie es mir in den Kommentaren aufgefallen ist, Flaschenträger. Ein Flaschenträger, mit dem ihr leere Flaschen tragen könnt. Das war jetzt wirklich seit langem, wo ich echt mal wieder sagen muss, ein Projekt, was mir, ich hole euch mal ein Stückchen runter, gar keinen Spaß gemacht hat zu veröffentlichen, weil einfach so das Feedback nicht, ich will nicht sagen negativ war, das Feedback war einfach, wie soll man es beschreiben, die Leute waren echt gar nicht happy mit diesem Projekt. Und ihr seht ja jetzt schon ein paar Kommentare, die ich dazu bekommen habe. Und hat dieses Mal irgendwie nicht so viel Spaß gemacht, weil viele einfach sehr, sehr viel rumgenörgelt haben. Und ich werde jetzt nicht darauf eingehen. Ich werde erstmal darauf eingehen, wie ich auf so Projekte komme und warum ich die umsetze. Grundsätzlich möchte ich, dass man irgendwie immer so verschiedene Punkte hat, jetzt speziell bei so einem Massivholzprojekt, damit ihr da auch was Positives draus rausziehen könnt. Vielleicht irgendwas, was euch einen Tipp bringt und. Deswegen zeige ich euch jetzt mal, was ich mir bei diesem Flaschenträger gedacht habe. Warum gehe ich auf dieses Projekt so genau ein? Weil es mir bei dem extrem aufgefallen ist und ich hätte es gar nicht erwartet. Also in meinen Augen ein schönes Projekt, es ist ein praktisches Projekt, ihr könnt es benutzen, das steht nicht nur blöd in der Ecke rum und eigentlich sieht es schick aus, finde ich zumindest mal. Aber wie komme ich auf so Projekte? Klar, ich habe das irgendwo im Netz mal gesehen und habe mir gedacht, komm, das willst du auch haben, das willst du auch benutzen können. Also baust es dir selbst. Ich mache eh relativ viel mit Massivholz. Da habe ich mir überlegt, komm, holst ein cooles Holz. Wie man das herrichtet, wie man das dann verleimt, wie man das verbindet, alternative Wege und. Das ist dann so der erste Schritt, der vielleicht für euch mal ganz nützlich ist. Dann der nächste Schritt. Hier oben der Griff. Wie kann man den herstellen? Da habe ich mir überlegt, komm, drechselst du mal wieder was. Hast ja auch schon relativ lange nicht mehr gemacht. Viele Leute finden Drechseln ja doch relativ cool. Da hat man nochmal hier einen Pluspunkt im Video, weil man einen gedrechselten Griff hat. Hat man das wieder gesehen. Dann nochmal so eine Kleinigkeit hier mit den Füßen. Die sind für euch ganz interessant, wenn ihr Schneidebretter macht oder auch was anderes. Dann habt ihr das auch nochmal im Video gesehen. So gehe ich dann immer Stück für Stück nach vorne und schaue mir an, was in diesem Projekt so dabei ist, was euch für andere Projekte auch noch helfen könnte. So gehe ich davor. Kam aber relativ viel negatives Feedback. Und was mich da ein bisschen gestört hat, war, viele haben gemeint, es ist kacke, das Projekt. Oder es ist irgendwie tausendmal schon gemacht worden und. Haben dann aber nicht geschrieben, was man besser machen könnte. Also lieber Kommentarschreiber, wenn du meinst, dass hier ist blöd oder, man hätte es anders machen können. Schreib mir doch, wie ich es hätte machen können. Das wird mir nämlich echt weiterhelfen. Dann habe ich ja noch geschrieben bekommen, dass dieses Projekt geklaut ist. Von Heimwerker und Tüftler. Ich kenne den Kanal nicht mal. Ich habe da auch kein Video mehr dazu angeschaut, außer am Truppe sein Video, das habe ich mal so sporadisch gesehen, so ein paar Minuten von. Also ich habe mir dazu ein paar Bilder angeschaut, was es im Netz so gibt und habe mir dann gedacht, so komm, das da gefällt mir und
da hat sich's auch schon gegessen. Also viele Leute denken, glaube ich, immer, dass man spezifisch durchs Netz geht, um sich eine Projektidee zu klauen. So war es aber nicht. Jetzt wisst ihr zumindest mal, wie ich hier in solche Projekte rangehe und ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich fand's echt ziemlich viel Genörgel. Also hatte ich jetzt noch nicht so oft auf meinem Kanal, aber bei dem Projekt, ich habe mir einfach gedacht, das ist ein cooles Projekt, es bringt was, es ist gut, aber dass da so viel rumgemeckert wird, habe ich nicht so verstanden. Aber es gab eine Frage, die ist öfters aufgekommen, und zwar ging es hier um den Zwischensteg. Denn ich habe nämlich keinen Zwischensteg eingebaut. Ein klarer Argumentpunkt war, Zwischenstege sind nützlich, wenn man nicht 6 Flaschen trägt und das Ding hier somit nicht voll ist, so können ja dann die Flaschen rumfallen. Stimmt eigentlich, aber nicht so ganz, finde ich. Klar, wenn man jetzt hier diesen Flaschenträger nimmt und möchte damit rumspringen und so weiter und so fort, dann kann schon dazu kommen, dass die ein bisschen klimpern, aber... Wenn man jetzt nicht gerade das Teil hier irgendwo gegen die Wand fährt, dann halten die auch normalerweise und das Klimpern, also damit kann ich leben. Also mich hat es nicht gestört, wenn ihr damit wirklich tagtäglich richtig viele Flaschen tragen möchtet, ist das vielleicht ein Thema für euch, dass ihr dann ein Stück reinmacht. Aber für mich war es jetzt nicht so entscheidend, weil die Flaschen trotzdem stabil stehen. Also deswegen bin ich ganz happy, dass ich keinen Zwischensteg drin habe. Aber noch ein viel entscheidender Pluspunkt, der mir aufgefallen ist, ist, dass man von einer Seite beide Seiten befüllen kann. Das hier würde jetzt zum Beispiel nicht funktionieren, wenn hier ein Zwischensteg wäre. Und das hier hat mir bis jetzt am meisten gefallen. Dann noch was anderes. Ich filme heute die Neuigkeiten ein paar Tage vor, weil ich heute mit meinem Vater an die Mosel fahre mit zusammen 100 Kubik. Zentimeter. Ich zeige euch erstmal mein Moped, mit dem ich fahren werde. Das ist nämlich eine gute alte KTM. Die, die mir auf Instagram folgen, werden das dort auch schon ein paar Mal gesehen haben. Ich zeige es euch jetzt nur mal kurz. Das hier ist sie nicht. Das hier ist gerade irgendwie so ein Projekt, wo der Vater ein bisschen dran rumschraube tut. Das hier ist aber die gute KTM. Das Moped habe ich damals bekommen mit 17, als ich gerade mein Abitur gemacht habe. Da bin ich damit immer in die Schule gefahren. Das war einer der ersten richtig geilen Momente, als ich damit immer in die Schule fahren durfte. Es ist ein Oldtimer, ist mittlerweile 40 Jahre alt und ich zeige es dir mal kurz. Zuallererst, das hier ist eine KTM MS 50 Super. Das Coole hier dran ist, dass ihr eine Fußschaltung habt. Das hat mir immer gar nicht gefallen bei den neueren Rollern, dass man nicht mehr schalten kann. Es ist eine Viergangschaltung und funktioniert einwandfrei. Die Kreidler Florette kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil sie gerade nicht hier ist, aber wenn ihr mir auf Instagram folgt, werdet ihr das sicherlich sehen. Kreidler Florette, für die, die es nicht kennen, tippt einfach mal auf Google ein, ein wunderschönes Moped. Dann habe ich in der letzten Woche noch einen richtig coolen Schlitten gebaut, den zeige ich dir mal. Und zwar ist das hier das gute Teil, damit könnt ihr Bilderrahmen herstellen. Das war nämlich auch ein eigenes Projekt. Und als erstes hier mal eine kurze Umfrage der liebe die Oskons, ich muss echt mal die Kommentare größer machen. Die Oskons hat geschrieben, dass mit dem Ton musst du besser in den Griff bekommen. Ich höre mit Kopfhörer, was die Mehrzahl von Kopfhörer hat. Kennt ihr das von Tierfrau total? Und mir platzt immer wieder fast das Trommelfell, wenn deine Maschinen loslegen. Also wenn ich am Computer die Videos anhöre, finde ich es nicht zu laut. Aber nehmt mal bitte hier an der Umfrage dran teil, ob ihr die Maschinengeräusche zu laut findet. Das ist dann eine Information für meinen Videocutter, dass der dann den Pegel ein bisschen runterbringt. Denn ich schneide die Videos ja mittlerweile nicht mehr. Dann habe ich noch eine Nachricht vom lieben Günther Schöne bekommen und ich ziehe mal den Teil raus, in den es mir gerade geht. Er hat mich davon gesprochen, dass ich ja die Durchmesser runter reduzieren könnte, dass ich mit meiner Zentralabsauganlage die Handmaschinen absaugen könnte. Grundsätzlich, wenn ihr eine Absauganlage, ich habe einen Rohrdurchmesser von 140 an der Maschine, wenn ihr das auf einen 30er Durchmesser runter reduziert, dann wird die Maschine nicht mehr viel Absaugkraft haben. Wie gesagt, so eine Maschine funktioniert mit Luftvolumen und nicht mit Unterdruck. Jedoch ist das hier klar eine Ausnahme, denn hier dieser Exzenterschleifer, der hat einen eigenen Ventilator, sodass ihr die Luft schon von Haus aus durch diesen Ventilator, der dort unten eingebaut ist, hinten rauspustet. Deswegen kann man den ja auch benutzen, ohne Staubsauger und nur hier mit so einer Filterpatrone. Hier wäre es möglich, dann das Rohr runter zu reduzieren und dann halt damit die Luft so ein bisschen mit abzusaugen. Denn da habt ihr einfach den Vorteil, dass hier dieser Luftfilter nicht verstopft. Denn in der großen Absauganlage verliert sich dann hier diese kleine Menge ja sofort. Hier seht ihr es. Der ist nämlich auch echt schnell voll. Jetzt habe ich hier unten aber noch eine Oberfräse.
Ich packe sie jetzt nicht aus, aber da wird es halt nicht funktionieren, weil die Oberfräse, die schmeißt die Späne ja einfach zufällig, sage ich ja mal, durch diese Luftauslassrundung raus. Die hat ja keinen Ventilator, der die Späne so ein bisschen rauspustet. Deswegen wird es dort keinen Sinn machen, außer halt hier bei Maschinen, die sowieso schon Ventilator haben. Da wird es was bringen, dass sich hinten diese Luftfilter nicht vollsetzen und somit wäre die Absaugleistung, sage ich mal, von dem eingebauten Teil hier drin gleichmäßiger. Hier setzt sich das nämlich echt richtig schnell voll. Also nochmal zum Verständnis, Absauganlage funktioniert mit Luftvolumen, deswegen ist hier auch so ein relativ dicker Schlauch dran. Staubsauger hat einen kleinen Schlauch, das funktioniert mit Unterdruck. Alter, meine Werke, das ist echt massiv vollgerotzt. Manometer. Ich habe noch einen Kommentar bekommen, und zwar habe ich ja zu diesem 45 Grad Schlitten, hat der Dieter Fuchs geschrieben, dass er die Vorrichtung leider nicht nachbauen kann, da seine Kreissäge keine Führungsschiene hat. Lieber Dieter, ich fühle vollkommen mit dir, denn ich hatte auch schon zwei Kreissägen, da musste ich mir selber ein bisschen nachbehelfen mit hier diesen Führungsschienen. Wenn ihr das alles habt, ist das keine Frage, dann ist das alles schön. Aber wenn ihr das nicht habt, dann müsst ihr ein bisschen erfinderisch werden. Ich verlinke genau dir, Dieter, mal oben rechts ein Video. Da habe ich an meine alte Baukreissäge hier eine Führung rangebaut, damit ich dort auch Schiebeschlitten benutzen kann. Wenn deine Maschine links und rechts jetzt wie in meinem Fall hier parallel ist, könntest du auch einfach das Ganze hier überführen. Vielleicht müsste man das hier so ein bisschen sauber machen, denn hier ist ein bisschen Ranz gerade auf meiner Säge. Aber dann könntest du das auch als Führung benutzen. Also, einen Weg gibt es bestimmt, auch wenn es ein Umweg ist. Dann habe ich letzte Woche noch Bilderrahmen gebaut und da habe ich hier diese Bilderrahmenspanner benutzt und bin echt ein riesen Fan von den Teilen. Ich habe gesehen, dass sich auch ein paar von euch hier diese Teile geholt haben. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie zufrieden ihr mit denen seid und ob ihr schon einen Bilderrahmen gebaut habt. Auf jeden Fall hier diese Dinger, wie gesagt, sie kosten ein paar Euro, aber wenn ihr sowas mal habt, werdet ihr bestimmt sehen, wie sinnvoll und nützlich sie auf jeden Fall sind. Was ich in dem Projektvideo aber natürlich nicht gesagt habe, das ist schon ein Mörderteil. Also wenn ihr hier diese Winkel abmacht, könnt ihr damit einem schön strangsalieren und schön die Luft abschneiden und dann schön, was sich die von Wolfkraft wohl dabei gedacht haben. FSK 18 Maschine, Werkzeug. Bald im Kino, die Wolfkraft Mörderschlinge. Oh Mann, Spaß beiseite, wenn ihr viele Bilderrahmen baut, ist das echt ganz praktisch. Ich zeig dir übrigens noch, ich kann dir noch einmal einen Rahmen zeigen. Hier gerade als Beispiel, das hier in Kombination mit dem Schlitten. Hier so sieht es aus, wenn ihr es verleimt. Wenn ihr es dann schleift, sieht es so aus. Und gerade bei MDF könnte interessant sein für die nächsten Projekte, so als Möbelblende, dass man hier so ein Stück anderes Holz einlässt. Wer weiß, auf jeden Fall die Kombination mit diesem Schlitten und mit diesen Spannern hat echt super schön funktioniert. Ich liebe ja so ein Stück weit Frankreich und darunter auch Paris. Da war ich jetzt auch echt, glaube ich, schon 4-mal. Und ich habe euch gefragt, ob ihr schon in der Stadt der Liebe wart, ob ihr schon in Paris wart. Und da haben leider viele geantwortet, dass sie noch nicht dort waren. Also, wenn ihr das nächste Mal vielleicht so eine Woche Zeit habt, fährt einfach mal mit dem Auto nach Paris, fährt in irgendwie ein günstiges Hotel. Dort gibt es günstige Hotels, wahrscheinlich dann nicht im Internet. Ich war dort nämlich mal mit einem Kollegen. Da sind wir mit dem Auto auch einfach nach Paris reingefahren. Das war mit Abstand... Das war so krank. Kennt ihr die Filme Hostel? So ungefähr war das Hotel. In etwa. War nicht so blutig, aber war so cool. Hallo Yannick. Ja, ich wollte alles Liebe zum Geburtstag wünschen. Mit WhatsApp ist ja kacke. Alright, ciao, ciao. In dem Projekt zu dem Bilderrahmen habe ich auch nochmal mein eigenes Finish angesprochen. Und was habe ich noch angesprochen? Darüber hinaus habe ich auch kurz gesagt, so beiläufig, ich habe in dem Video gesagt, in Leinöl ist Terpentin. Das stimmt natürlich nicht. Ich mache in Leinöl Terpentin rein. Das ist vielleicht so ein Tipp für euch. Das könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr Leinöl benutzen möchtet. Macht mal im Mischungsverhältnis, ich sag mal, drei Teile Leinölfirnis und dann ein Teil Terpentin rein. Dann macht ihr es ein bisschen dünner und ihr werdet merken, dass ihr es besser einreiben könnt. Und mir hat es immer ganz gut gefallen. Aber Leinöl benutze ich mittlerweile eh nicht mehr so gut oft. Aber es ist mal ein Tipp für euch. Deswegen habe ich das in dem Video gesagt, zu diesem Bilderrahmenbauvideo.
in Leinöl ist Terpentin drin. Stimmt natürlich nicht. Ich mach's rein. Probier es mal aus, wenn du viel mit Leinöl arbeitest. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, weil mir das einfach so ein bisschen am Herzen liegt, vielleicht auch, weil es jüngere Leute schauen zu. Das hier ist zuerst mal mein Leinölglas. Wie gesagt, ist relativ dünn. Wenn ihr Leinöl verarbeitet, werft die Lumpen niemals, 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 niemals in eure Werkstattmülltonne, denn die können sich unter Umständen entzünden. Es gibt, glaube ich, ein paar Schreinereien, die sind schon abgekokelt deswegen. Und schaut, dass ihr einfach diese Lappen nicht bei euch in der Werkstatt entsorgt. Ich habe es immer aus Paranoia aus in einen Wasserbottich reingeworfen und dann war es halt safe. Dann kommen wir zu dem Projekt, in dem ich euch gezeigt habe, wie ihr euch Knaube herstellen könnt. Das hier sind sie so in der Rohfassung und da habe ich eine kleine Vorrichtung gebaut. Da könnt ihr dann mit eurer Säulenbohrmaschine oder auch Tischbohrmaschine dann diese Teile ausbohren und ihr habt schnell viele Griffe, die ihr dann für eure eigenen Projekte benutzen könnt. In dem Projekt ist leider hier meine Säulenbohrmaschine gestorben, beziehungsweise der Motor ist irgendwie kaputt gegangen. Ich schätze mal, dass es einfach auch daran liegt, dass das nicht so eine hochqualitative Maschine ist. Und ich habe zu Beginn gedacht, das wäre der Kondensator. Dann habe ich einen neuen gekauft, der auch von den Werten her gepasst hat, aber der Motor hat immer noch nicht gelaufen. Und ich habe auch den Kondensator einmal gedreht, damit ich ihn nicht falsch rum angeklemmt habe, aber der Motor hat immer noch nicht gelaufen. Manche haben mir geschrieben, das könnte irgendwie an der Wicklung liegen, man könnte es messen, wie viel Widerstand er hat und. Aber bei mir hört es dann irgendwann auf, ich will dann nie so viel Zeit in das Ding reinstecken, weil ich die Werkzeuge dann noch irgendwann nicht mehr dazu habe. Und deswegen habe ich mir eine neue gekauft. Was war das hier für eine Bohrmaschine? Das ist immer relativ amüsant. Das hier ist eine Kamelbus Drilling Machine. Also ganz klar, das da ist irgendeine China-Maschine. Und ich war echt richtig happy immer mit der Maschine. Manchmal hat es Spannfutter, das ist ein bisschen rausgefallen, aber das ist auch kein Problem. Die Riemenspannung war gut. Der Motor hatte genügend Kraft mit die Riemen. Also es hat alles echt immer relativ gut funktioniert. Und aus dem Grund habe ich mir überlegt, komm, holst dir nochmal so eine Maschine. Weil ich hier damit niemanden fetzen will, klebe ich auch da oben die Marke ab, damit ihr nicht rausfinden könnt, welche das ist. Denn es kann halt auch sein, dass es in meinem Fall einfach eine Kackmaschine war. Ich habe mir hier die gekauft für 320 Euro und es ist im Prinzip dieselbe Maschine. Die sieht genauso aus, das hier ist ein bisschen anders. Aber im Endeffekt ist es eigentlich die gleiche Maschine. Deswegen habe ich mir überlegt, komm, holst du da die. Mit der davor warst du echt happy. Dann muss die hier ja auch gut sein. War es aber nicht. Und Zensiere war ich noch nie so gut. Also die Maschine hat 320 Euro gekostet, hat einen 1,1 Kilowatt Motor und ja, der Pendelhub ist okay. Allgemein, der Fuß ist gleich, die Säule ist gleich. Aber so das Gesamtding ist halt mies. Klar, werden die einen jetzt schon sagen, ja, wenn du Philipp, wenn du dir so einen Käse kaufst, musst du auch nichts anderes erwarten oder was Besseres erwarten. Es ist und bleibt eine China-Maschine. Das stimmt. Laufen tut die Maschine und ich wollte eben für einen Kollegen noch was bohren. Denn der ist Jäger und der braucht hier so eine Aussparung für so einen Teil, damit er weiß, wann die Schweine das Ding rumwerfen. Und ich wollte es bohren. Und da geht nicht so viel mit bohren. Das liegt daran, dass oben die Schraube sich losgedreht hat. Könnte man nachziehen. Das ist aber relativ eng. Deswegen bin ich da auch nicht mal mit der Kombizange reingekommen. Und hat mich schon mal genervt. Das war ein Punkt, der mich genervt hat. Dann gibt es schon den nächsten. Wir sehen hier oben die Keilriemenübersetzung. Und die hat sich auch schon richtig oft entspannt. Das bedeutet, dieser 1,1 kW Motor bringt nichts, weil da oben die Leistung gar nicht so richtig übertragen werden kann. Keine Ahnung, ob das normal ist, aber der Keilriemen, der ist jetzt 2 Minuten gelaufen und da hat sich schon viel auch abgerieben. Dann halt eben so ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Der Tisch lässt sich nicht drehen und dass die ganze Maschine gergst und es nicht richtig funktioniert. Dafür, dass es eine neue Maschine ist, nicht gut. Und aus dem Grund werde ich die Maschine auch wieder zurückgeben und es hat mir gezeigt, dass in diesem Fall das Zeug aus China kacke ist. Ich muss es einfach so sagen, diese Maschine ist einfach kacke gewesen. Übrigens, der Motor fluchtet noch nicht. Und manchmal geht der Schalter nicht und das ist auch alles ein bisschen gurgelig. Man kann vieles einstellen, aber ich habe mir nicht eine neue Maschine gekauft, um dann erstmal 3 Stunden alles einzustellen. Wirklich nicht. Aus dem Grund werde ich die wieder zurückgeben und mir eine alte kaufen, bei der ich wieder 3 Tage Rückenweh habe, weil sie so schwer ist. Aber vielleicht werdet ihr das dann auch auf Instagram sehen. Ich habe mir die Maschine hier wirklich gekauft, weil ich in der letzten Zeit auch ein paar Dinge mit den Chinesen gemacht habe. Jetzt wirklich noch nichts hier auf dem Kanal, aber ich habe mir einfach ein paar Dinge auch
aus dem schönen China-Land gekauft und ich war echt richtig oft richtig begeistert. Erstens mal, die Leute antworten super schnell. Wenn ihr da Fragen habt, dann bekommt ihr da richtig viel Input. Und Elektronikartikel sind eh so eine eigene Sache, wenn ihr das importieren möchtet. Aber so alles, was das andere Zeug angeht, ist überwiegend echt nicht schlecht. Das ist nämlich für die Leute, die sagen, China-Zeug, das ist alles Kacke, finde ich nicht. Gerade weil ich halt auch die Erfahrung gemacht habe, dass die sehr zuverlässig sind und auch viel Input dir geben, wenn du das brauchst, wenn du was von denen möchtest. Deswegen habe ich mir auch die hier geholt, habe dir eine Chance gegeben, aber habe halt jetzt herausgefunden, dass hier diese Säulenbohrmaschine nichts ist. Darüber hinaus habe ich mir dann andere angeschaut. Von Bernardo zum Beispiel, nur mal um eine Marke zu nennen, die sieht im Prinzip genauso aus. Ich denke, dass dort die Qualität ein bisschen besser sein wird, aber für dann um die 500 Euro, ich rede hier von einer Säulenbohrmaschine, nicht Standbohrmaschine, aber für 500 Euro, dann kaufe ich mir lieber eine alte Flott oder was ich... Was ich sagen wollte, für 500 Euro, da kaufe ich mir dann lieber eine alte Flott oder eine alte Säulenbohrmaschine und nicht dann so eine neue. Ich wollte das nur mal kurz betonen, weil ihr kennt bestimmt die Mentalität, die neuen Maschinen sind alle schlecht. Nur die alten Maschinen sind gut, alles was aus China kommt ist schlecht, so dieses alles über einen Kamm geschorene, das finde ich eh nie so cool. Das ist wie alle die da hinten stehen, das sind Verbrecher, finde ich grundsätzlich nicht so cool, deswegen habe ich das nur noch mal kurz hier in die Züge eingebaut. China-Zeug ist oft Kacke, man muss es sagen, es gibt viel Schrott, gerade was so Messerqualität angeht, da muss man echt schauen, dass es gut ist. Der Tuba hat es ja dann damals auch gemerkt mit diesem Kreisschneider. Aber viele, viele andere Dinge sind gut. Meine Meinung, finde ich zumindest mal. Aber schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, was du mal für Erfahrungen gemacht hast, als du bei den Chinesen was geholt hast und halt direkt beim Hersteller das bestellt hast. Das würde mich echt mal interessieren. Noch auch mal hier dieser Maschine so ein bisschen eine Chance zu geben. Man wird sie bestimmt zum Laufen bekommen, aber ich habe da ehrlich gesagt nicht so die Muße für, nochmal Zeit reinzustecken, dass die hier läuft, deswegen, man wird sie bestimmt zum Laufen bekommen, aber ich habe dafür einfach keine Böcke. Und außerdem wollte ich mich auch nochmal herzlich wirklich bei euch bedanken für die vielen, vielen Kommentare, die mich aufgemuntert haben, als meine andere Säulenbohrmaschine den Geist aufgegeben hat. Das war echt richtig cool von euch und deswegen fettes Dankeschön. Danke. Um auch mal hier so ein bisschen die Frage dann zu beantworten, was ich mit der alten Säulenbohrmaschine machen werde, denn die habe ich schon ein paar Mal gefragt bekommen. Vielleicht werde ich es so unten, da ist ein Link von meiner eBay-Kleinanzeigenliste, vielleicht verscherbe ich das Teil, vielleicht verschenke ich das Teil, vielleicht behalte ich es aber auch, weil es ist ja im Prinzip nur der Motor kaputt und ich bin bis jetzt super happy mit der ganzen Maschine gewesen. Deswegen vielleicht haue ich das Ding irgendwann unter den Hammer oder wie gesagt, gibt es so weg, dann findet ihr es unten in der Videobeschreibung in meiner eBay-Kleinanzeigenliste. Ansonsten soll es das auch eigentlich schon mit den Neuigkeiten heute gewesen sein. Ich fahre nächste Woche noch mit einem Kollegen, das wird richtig witzig, nach Tschechien, nach Prag. Und wenn ihr das nicht verpassen möchtet, das ist, wenn ihr da die Neuigkeiten seht, dann im Prinzip in einer Woche. Folgt ihr mir, wie gesagt, am besten auf Instagram, das wird ein richtig, richtig witziger Roadtrip. Wir fahren mit dem VW-Bus und Tschechien war ich bis jetzt noch nicht so richtig. Ich war mal an der Grenze, aber ich habe richtig Bock, mich so ein bisschen mal auf das Land einzulassen und zu schauen, was da so geht. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche dir wirklich eine ganz, ganz tolle Woche. Mach ein paar schöne Projekte. Jetzt am besten schon für Weihnachten, damit du nicht am 23. Dezember noch in die Stadt rennen musst, so wie ich wahrscheinlich. Und bis zum nächsten Video wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ciao. Thank you.